Und wenn es zu kalt ist, dann springen sie auch wieder. Genau, und das muss ja nun nicht sein, dass sie kaputt gehen. Wir können gleich die Tür ein bisschen aufstellen. Dann. Ja. Das ist nicht so. Ja, da muss noch was vorgestellt werden. Das ist besser als das Fenster geöffnet. Ja. Weil nämlich. Ich nochmal stellen meine Tafel auf. Ja. Dann geht die Wärme ins Haus. Ja. Und das ist mir so. Ist in Ordnung. Ganz prima ausgerollt, aber danke. Ich weiß noch, wie ich dich als Kind immer bewundert habe, wie exzellent du die großen Teigplatten ausgerollt hast. Ja, und so schön dünn und dagegen das Wurstelkram, was wir Kinder dann da zustande gebracht haben. Ja. Du gehst bei uns nur wieder ein bisschen weg ab und du bist jetzt perfekt. Das hat doch nie einer so gut gemacht wie du. Wieso hat denn dir auch schon mal jemand anders geholfen? Was ist das? Das war, was du eingestellt hast. Ja, ja, das wäre ja hoffnungslos schief gelaufen. Nicht da noch. Da wäre ich auch schon stutzig geworden. So lange dauert, aber das hätte schon schief gehen können. Ich habe dann einfach nach Gefühl da 2 Minuten mal geguckt und dann sah ich auch, dass der Bäcker falsch gestellt. Ja. So siehst du, man kann das. Ich brauche da gar nicht so penibel zu sein. Wegen Platz.
So, eins kam auch und dann kommt das wieder rein. Und auf 10 Minuten oder? Nee, das muss auf jeden Fall 12 Minuten. Ach so. Aber es muss eher noch mehr, aber wir machen es auf 12 Minuten. Gut. Was ihr guckt, ja. Naja, das macht falsch. So. Dann kannst du sogar hier wieder beigehen. Ja. Jetzt die Kloß habe ich schon losgeschnitten. Wo ist die? Ach, da ist die Kloß. Ja, ich habe sie dann immer weggenommen. Ja. Darf ja nicht zu warm stehen. Und ich hatte zuerst Pergamentpapier drauf getan für die Nacht. Dann war so viel Papier da am Kleben geblieben. Das war gar nicht schön, habe ich jetzt verfahren gemacht. Das ist immer besser. So, dann muss ich jetzt mal von der